Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen neuen Let's Play. Das nennt sich The Room 3. Also 1 und 2, also Raum 3. 1 und 2 habe ich schon gespielt. Ja, und das gab's neulich. Und dann habe ich mir gedacht, dann holst du dir das schnell mal. Mal gucken, wie es hier weitergeht. Ich dachte eigentlich, nach dem zweiten Teil wäre Schluss. Ja, wir machen mal ein neues Spiel. Und dann schauen wir mal, was passiert. Ich mach mal die Maus weg. Da, jetzt ist sie unten in der Ecke. Ja, ich muss mich noch nach meiner Enttäuschung... Es ist zwischendurch ja was anderes gekommen, aber ich habe gerade enttäuscht Phoningum abgebrochen. Das war mir dann doch zu blöd. Oh, wir fahren in einer Bahn. Klicke und ziehe den Bildschirm. Oh, Tutorial. Hübsch. Doppelklicke auf das Tagebuch. Fünfter Juli. Die AS ist verschwunden, sein gesamtes Haus ist verschwunden. Ja, was ich sah, schnürte mir die Kehle zu. Das war wie so ein, ja, Kraken. Ach, wäre ich doch bloß wahnsinnig und wären diese teuflischen Kisten doch bloß ein Trugbild meines Wahns. Ich hätte dich nicht ignorieren dürfen. Ich hätte früher erkennen müssen, ich hätte niemals kommen dürfen. 17. Juli. Ich erwachte aus dem Albtraum, doch er lässt mich nicht mehr los. Ich stürzte mich in meine Arbeit, als wollte ich meine Erinnerungen ertränken, doch ohne Erfolg. Das Nullelement umgarnt mich in meinen Träumen und unterwandert meine Gedanken. In jeder Sekunde bin ich gezeichnet. 19. Juli. Ich habe einen neuen Antrag an das Königliche Institut gestellt. Irgendwas an den Ablehnungen des Institutes stört mich. Sein Beharren ist zu schrill, zu bestimmt, um bloß so etwas Harmloses wie Ignoranz vertuschen zu wollen. 21. Juli. Ein Durchbruch. Obgleich mich das Königliche Institut einmal mehr abblitzen ließ, ließ ein Mitarbeiter mit angespanntem Antlitz ein Paket in meine Jackentasche gleiten. Der Mitarbeiter würdigte mich keines Blicks. Das Paket enthielt ein Blatt herausgerissen aus einer Karte der Südküste. Eine Insel war markiert. Ich nehme den ersten Morgenzug. Huch. 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 Ich habe rechts geklickt. So. Hi. Wer bist denn du? Jetzt ist er wieder weg. Ach, da ist eine Kiste. Ah. Ein Schlüssel. Ein Objekt gefunden, ein kleiner Schlüssel. Ich habe einen Schlüssel, aber diese Kiste hat kein Schlüsselloch. Sollte das Ukulele aus meinem Koffer nehmen. Rechtsklicke, um herauszuzoomen und doppeltippe den Koffer an, um ihn zu betrachten. Mhm. Klick. Klick. Ich hab schon. Da ist ein Unterhemd. Mein Koffer hat einige Modifizierungen. Sicherheit ist mir ziemlich wichtig. Das hab ich mir gedacht. Und jetzt? Hier kann ich hier. Jetzt. Er hat mich erst nicht verstanden. Objekt gefunden. Karte. Wie wähle ich das? Oh. Klicke auf das Symbol, um das Okular abzulegen. Ich sollte diese mysteriöse Kiste mit meinem Okular untersuchen. Ja. Habe ich vor. Wollen wir mal gucken. Das habe ich mir gedacht. Ich sehe hier was. Und nun? Ach, die kann man verschieben. Geil. Ich nehme mal an. Ah, warte mal. Ah. Nein. Ich muss gucken, wie ich dich verschieben kann. Der geht nach unten, ne? Ah, ich muss da ein Viereck draus machen. Jetzt haben wir ein Schlüsselloch. Geil. Ich hätte genau auf den Schlüssel klicken müssen. Ach du Kacke. Eine gravierte Pyramide. Elpis. Die Wurzeln.
Hä? Ja, das frage ich mich auch gerade. Weiter kann ich nicht gucken. Ich kann mir nur... Das ist mein Blick. Kann man das eigentlich auch mit Controller spielen? Das interessiert mich jetzt mal. Option? Nee, guck mal, hier ist nichts weiter. Kapitel Neustart. Wir gucken uns das mal an. Was haben wir denn hier? Da fehlt mir ein Schlüssel. Was haben wir hier? Aha. Ey. Ey. Ach, jetzt kann ich... Jetzt darf ich hier hingucken. Die Rolle wollte ich nehmen. Aha. Du wurdest doch gewarnt, nicht zu suchen. Doch du schlugst diese Warnung in den Wind, sodass ich dich nunmehr finden muss. Willkommen in Greyholm oder Greyholm, der Heimat meiner Ahnen. Nur wenige Gäste durchschritten je diese Räumlichkeit und noch viel weniger sind aus ihnen entkommen. Einst gehörte die großen Denker aller Zeiten zu meinen Subjekten. Jede war wichtig, doch überlebt hat es keiner. Das Nullelement umschlingt jeden, dich ausgenommen. Es war ein Fehler, dich auf Distanz zu halten. Ich begreife nun, wie sehr ich dich brauche, falls du dich als würdig erweisen kannst. Zuerst musst du etwas finden, das dir bei deinen Aufgaben verhelfen vermag. Finde es und verbleibe für immer in diesem Raum, denn wären meine Mühen umsonst gewesen. Gucken wir uns das Ding erstmal an. Die Schaltfläche mit dem Fragezeichen leuchtet auf für neue Hinweise. Die Hinweise können in Optionen deaktiviert werden. Wir gucken uns das mal genauer an. Oh, ein Schmetterling. Hä? Ach, da unten drehe ich. Eine Pfeife. Ah. Was ist da oben drauf? Nix. Gut, das sah nur so aus. Ein Kelch. Nichts. Eine Spritze, eine Feder, der Schmetterling oder was das da sein soll. Da ist noch ein Dings. Wo kriege ich einen Hinweis? Hier ist eine Kette. Kann ich da hingehen? Nee. Ich kann nur hier hingehen. So, dann gucken wir uns den mal genauer an. Eine Brille, eine Feder, Gift. Komm. Ach so, ich muss drehen. Aha. Ein Knochen, ein Pinsel. Wieder eine Uhr. Eine Kerze. Da brauche ich drei Schlüssel, würde ich sagen. Das habe ich mir noch nicht angeguckt. Ja. Toll. Kann ich hier irgendwas machen? Nein. Hinweise. Eine gravierte Pyramide. Ist da dann ein Hinweis drauf? Nee, ne? Es muss hier etwas geben, womit ich entkommen kann. Ja, toll. Da kann ich... Ich kann ja hier raufklicken. Ich kann hier auf das Tor kann ich nicht klicken. Ich kann nur hier hinklicken. Denn... Huch. Das ist nur ein Schatten. Ja, den Steinsockel habe ich mir schon angeschaut. Hier, guck mal. Da liegt. Das sieht so komisch aus. Ich guck nochmal darauf. Na nun, nimm, mach. Das ist doch aber nur das Schreiben. Nee.
Ach so, das habe ich ja auch. Ich laufe ohne Beine, stehen heißt schweigen. Wissen beflügelt? Arme haben mich, Reiche brauchen mich. Ach scheiße. Arme haben mich, Reiche brauchen mich. Jetzt muss ich hier das richtige Objekt suchen. Arme haben mich, Reiche brauchen mich. Nichts. Was steht hier? Ich laufe ohne Beine, stehen heißt schweigen. Ich habe zufällig alles schon richtig eingestellt. Ah, toll. Es schmerzt mich, dich scheitern und stolpern zu sehen, geblendet von jenen krunen Linsen, die du gefunden hast. Lass mich die Schuppen von den Augen reißen. Das sind Instrumente eines Meisters. Mit ihnen kannst du das Universum erkennen und in ungeahnter Unendlichkeit lernen und vorstoßen. Ein verziertes Kästchen. Aha. Eine Linse. Aha. Was können wir jetzt machen? Diese Tür ist irgendwie merkwürdig. Und jetzt? Ah, ich kann in das Schlüsselloch reingucken. Nein. Können die denn noch weiter raus? Das ist das Höchste hier. Ich weiß nicht, ob das richtig ist. Und jetzt? Doppelklicke auf das Schlüsselloch. Ja, das habe ich schon gemacht. Geht kein Doppelklick mehr auf Schlüsselloch. Habe ich es denn vielleicht schon richtig gemacht? Ich kann den Mechanismus im Verschluss der Tür drehen. Dann werden diese vertikalen Schiffe verstoben. Ja, ich komme da nicht mehr hin. Ach, ich muss das Okular aufsetzen. Sag mir das doch einer. Kann ich hier noch irgendwas anderes machen? Nee. Und jetzt? Ach, die Markierungen auf den Stiften sollen übereinstimmen. Geht das überhaupt? Da ist auch eine Markierung, die habe ich doch gar nicht gesehen. Ach, guck mal, die leuchten dann ganz hell. Das muss einem doch gesagt werden. Ah. Open the door. Huch, ich wollte nochmal gucken. Kann ich hier jetzt nochmal hin? Was war da die Frage? Wissen beflügelt. Ja, dann hatte ich aus Versehen schon das Richtige genommen. Rein geht's in die... Da ist ein... Da kann ich nicht hin.
Da ist ein. Ach du Scheiße. Hier fehlen ein paar Wappen, würde ich sagen. Da könnte die Pyramide passen. Ich will das Okular nehmen. Halt. Was war das? Ach, das ist der Raum. Ja, der Tisch. Ich nehme das Okular wieder ab. Da liegt ein Schreiben, das habe ich nicht gesehen. An diesem Ort wurde der Schlüssel zum Nullelement geschmiedet. Das erste Teil gab ich dir bereits. Aus Sicherheitsgründen werden die restlichen vier getrennt aufgewahrt. Finde sie und bringe sie hierher. Nur dann kannst du dein Schicksal erfüllen. Also wir müssen Schlüssel suchen. Ja. Die musste auf den Tisch ernennen. Ja, ich weiß. Das habe ich schon getestet. Das habe ich schon. Ich wollte schon. Eine gravierte Pyramide. Kann ich denn hier... Ich kann hier nur drehen. Und sie hier reinsetzen. Ach so, da oben rauf. Alles klar. Hä? Huch. Das sind die Wappen, die ich brauche. Ein Emblem. Da ist ein Schild an der Tür. Huch. Oha. Ja. Kann ich denn jetzt hier irgendwas machen? Ach, hier kann ich noch andere einstellen. Und die müssen denn irgendwie korrespondieren oder so? Was gibt's denn hier alles? Nager, Schlange, unten. Schlange oben. Ich weiß es nicht. Was haben wir denn hier so? Passt ja alles hervorragend. Ich sehe noch nicht so wirklich den Sinn drin. Den kann ich auch verstellen. Ja, einige Embleme lassen sich offenbar drehen. Richtig. Auf jeden Fall muss eine Heuschrecke drin sein. Was haben wir denn hier noch? Nein. Nein. Das scheint ein Art Stammbaum zu sein, ja. Nein. Eine Eule kommt hier aber auf jeden Fall vor. Oh Gott. Ja, nun nicht sicher, dass ich hier das richtig gemacht habe. Oftmals das Emblem von oben nach unten, das Emblem darunter. Da ist aber nichts Blaues drin. Und da ist keine Schlange drin. Hm.
Ich weiß es nicht. Das Emblem darunter. Das könnte stimmen, behaupte ich mal. Das auch, aber... da ist die Maus. Die Maus, die Schlange muss da noch hin. Ah, das war richtig. Aha, die Seite ist richtig. Dann ist die Seite hier noch falsch. Was haben wir denn hier noch? Ich muss da irgendwo eine... Da? Ja. Oh, was passiert jetzt? Hilfe, ein Erdbeben. Eine Tür geht auf. Aha. Wir können wo reingehen. Geil. Machen wir auch. Warte mal, ich guck nochmal hier durch. Ja, ist hier noch was? Nein. Geil, machen wir. Nächste Folge. Tschüss.